My name is Art. Wilhelm Art. I own a small stationery shop on the south coast of England. I love my shop, especially because I am confronted with lots of different subjects every single day. In some of my spare moments, I use the time to get creative and write my own novels. Ja, Freddy. Ah, frohes Neues. Euch auch frohes Neues. Ach, danke schön. Wollt ihr was trinken? Für mich das Übliche. Red 7, bitte. Da schließe ich mich an, ich nehme auch ein, ja. Gute Wahl. Und Freddy, wie stehen die Aktien? Läuft alles nach Plan. Schön zu hören. Sag mal, jetzt musst du mir aber schon verraten, wo sind wir hier? Das ist quasi mein Zuhause, mein Revier. Pass mal auf. Wow, beeindruckend. Entschuldige mich für einen kurzen Moment, ja. Na, was hast du denn mit meinem Chef zu tun? Lass das mal meine Sache sein. Was interessiert dich das? Oh, nur aus Neugier. Dann verschluck dich mal nicht. Ihr seid doch alles Anfänger. Alles muss ich selber machen? Was ist daran so schwer, ein paar Uhren mitgehen zu lassen? Na ja, Boss. Ja, Boss, was ja, Boss? Habt ihr nicht schon genug Zeit verschwendet? Es hat keiner damit gerechnet, dass es so endet. Es lief etwas unerwartet daneben. Dann mach voran, es zu beheben. Ein Mann kam uns in die Quere. Er hielt uns ziemlich auf Trab. Glaub mir, Boss, er überlebte nur knapp. Was? Nur ein Mann? Aber dieser Mann beherrscht Kung Fu. Kung Fu? Thank you.
Es ist mein Zuhause und mein Revier. Die, die was zu sagen haben, sind wir. Ballettänzer, ich zeig dir, was kämpfen ist. Alles okay? Einsatzleitung für den 1525. Wir brauchen ein RTW, eine verletzte Person. RTW rollt. Ja, hab ich so mit. Und komm hoch mit dir. Und ab jetzt. Hallo. Das war was für den Unterzucker mitten in der Nacht. Ja, guck du bloß, dass du rauskommst. So, Mädels, was denn jetzt hier Phase? Ihr holt mich nachts um 2 Uhr aus dem Bett? Wegen einem Verletzten? Ihr habt doch wohl ein Rad ab. Meine Frau war gerade so schön gemütlich. Und du, nubische Schönheit, was soll die Nummer? Was lässt du dir hier von irgendjemandem auf den Mett hauen? Du siehst ja aus, als wenn du preisgeboxt worden wärst. So, was ist denn jetzt genau passiert? Ich verweigere meine Aussage. Du meinst, ein Spielchen könntest du mit uns spielen? Willst du uns hier für Jeck halten? Ich würde connaître Monsieur Koch. Ou Agent Koch. Vous avez enfermé deux de mes amis. Qui sont prêts pour la prison. Alors ça va coûter très cher. D'accord? Chef? Sie wissen schon, was er dazu gesagt hat. Ich weiß genau, was er gesagt hat. Ich bin ja nicht dämlich. Zieh dir das mal fest. Verehrte Herren, ich kenne meine Rechte. Au revoir. Diese Verräter! Das war so nicht abgemacht. Redest du mit mir? Es hat doch keiner davon geredet, meine Frau zu entführen. Du magst die Kleine. Ist das der Dank dafür? Ich habe dich von der Straße geholt. Wir sind eine Familie. Wenn du dir was anderes sagst, dann bin ich schon. Du bist tot, das sag ich dir. Du bist tot. Das fehlt mir noch. Namen zusammen. Vor 14 Tagen ereignete sich in diesen Räumlichkeiten ein Verbrechen. Sie sind alle Zeugen in diesem Fall. Also wie die Hyänen sind diese Schurken über unser Hab und Gut hergefallen. Uns haben sie behandelt wie Objekte. Lass jetzt noch rüberfahren! Komm her! Mit weihnachtlicher Nächstenliebe hatte das nichts zu tun. Aber Amateure waren es nicht. Von wegen. Ich hab durchs Fenster noch gesehen, wie die kassiert haben. Thank you.
die war schon hin. Mais je vous reconnais. Ah. Mais oui, c'est vous. Mais oui, c'est toi, je te reconnais. Non, aucun responsable, moi. Mais oui, c'est toi, c'est le combattant. Tu vas foutre, non. Mais regarde, 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 j'ai encore un truc à te montrer là. Regarde, regarde. Moi aussi, je sais faire. T'as vu? C'est bien. C'est bien. Oh, mais c'est pas vrai. Je suis un fan de ce qu'on fait. Ouais, pas de problème. De toute façon, on va aller, on va voir mon chef. Du coup, voilà. Vous êtes avec mon boss, on pourra échanger. Ok, d'accord. Ok. Gut, Junge, du bist dabei. Yippie-yay-yay, Schweinebacke. Das ist nicht das erste Mal, dass ich ein Messer an der Kehle habe. Und ich lebe noch! Aber es ist das letzte Mal. Versprochen. Bevor ich dich von deinem Leiter löse. Wo ist sie? Der ehrenvolle Agent Wu. Mit einem Messer an Onkel Kasins Käse. Glaubst du eigentlich, wer wir sind?
Denk darüber nach. Lass uns gemeinsam die Frau retten. Vergiss dein Onkel. About this time. Well, if you're really interested, at the moment I'm working on a novel based on a German agent who fights the evil with Kung Fu. Genius, man, genius. Instead of putting pen to paper to quench your need for saving the world, do as I do. Invest 100 euro each week for Nestle shares. Yeah. Brett, the survivor of the planet. You try fighting the gangsters. Why the hell not? A Nazi agent with a black belt? Your father would be very proud of you. Unfortunately, it was not easy to recover from Brett's visit. The good thing about my stories is that I can form my own reality. Hast du wirklich geglaubt, du konntest mich einfach von der Karte wischen? We need diplomacy, Wilhelm. Diplomacy. Ermittler Koch, mit diesem Dokument sehen Sie sich einverstanden, meinen Mandanten und dessen Angestellte uneingeschränkt von der Observation zu befreien. Für deine Sicherheit, du musst das unterschreiben, ist das klar? Nochmal ganz deutlich klar, entweder unterschreiben Sie diesen Vertrag oder Sie müssen sterben. The German agent comes in, who takes out all the gangsters. Some explosions here and blood splatter there. It's gonna be awesome. Yeah, an agent who can do karate. So resourceful. I will put it to my supervisor, we'll discuss it with a few people and then we'll get back to you. Can I just check? Although, what kind of bullshit is this? We can't get that story sold. Blunt action. People want non-fiction books, autobiographies, true life. Not some European Bruce Lee who single-handedly mowed down 50 men and walked away without so much as a scratch. I'm sorry. I'm afraid I can't help you. Thank you.
Admittedly, it is a tad unrealistic that Agent Wu seems invincible in his fight against Kazim and his men. What he needs is support. You wanna fight? Gib Gas, du Lappen! Fitnessstudio Jim Pur, hallo? Come on, let's fight now! Bernd, dein Neffe. Hey, was für eine schöne Überraschung, Bruce Lee. Lang nichts mehr von dir gehört. Wie geht's? Es ging mir schon mal besser. So wie es scheint, wird auf mich Jagd gemacht. Wie meinst du das, Jagd gemacht? Wer soll dich denn jagen? Kasims Sohn ist wieder auf freiem Fuß. So wie es aussieht, möchten sie die Gegend wieder für sich beanspruchen. Kasim? Wie schlimm ist es? Ich bin in einen Hinterhalt geraten, konnte aber flüchten. Ja, verstehe. Ein Geschwür bleibt so lange, bis das man es vollständig entfernt. Was planst du zu tun? Ich plane eine Reise. Wo soll es denn hingehen? Wieder China? Wie wär's denn diesmal mit Australien? Da kannst du dich ein bisschen mit Kängurus boxen, anstatt mit Kriminellen. Das klingt super, oder? Da ist der Kerl! Halt mal ein bisschen die Füße still. Ich lass dir ein bisschen Kohle zukommen, schick dir ein bisschen Geld. Brauchst du Waffen? Es gibt nichts über eine gute Vorbereitung. Ich ruf zurück, ja. Gut, dass du angerufen hast. Pass auf dich auf, Bruce. Dein Neffe steckt in Schwierigkeiten? Ach, der ganz normale Wahnsinn. Doch der Junge braucht Action. Doch diesmal wird's kein Kindergeburtstag. Soll ich ihn mit meinen Leuten unterstützen? Alleine schafft er das doch nie. Ach, in weniger als 24 Stunden ist die Ruhe eingekehrt. Er kämpft zwar alleine, aber er kämpft wie 10. Namen die Herren? Kriminalpolizei. Wir hätten aber ein paar Fragen an Sie. Wie kann ich helfen? Sie scheinen in die Sache verwickelt zu sein. Worum geht's hier eigentlich? Wenn Sie nicht verwickelt sind, würde ich mich da raushalten. Diese Leute sind sehr gefährlich. Ihnen das Handwerk zu legen, würde das Leben kosten. Ich ermittle im Namen der öffentlichen Sicherheit. Es ist mein Job, sich einzumischen. Hinter mir steht das Gesetz. Das Gesetz. Davon verstehen die wirklich sehr wenig. Ich sag's Ihnen nochmal. Halten Sie sich da raus. Sie können sie nicht aufhalten. Aber du kannst es. Ich kenne dich. Wenn die einer zur Strecke bringen kann, dann du. Seit Jahren werden wir tyrannisiert. Bitte helfen Sie uns, Herr Wu. Ich muss Sie warnen. Sollten Sie selbst Justiz ausüben, dann müssen auch Sie sich Justitia beugen. Das, was getan werden muss, um Frieden zu schaffen, fordert nun mal Verluste. Grüßen Sie Justitia von mir. Ja, bitte? Ich muss zu Toni. Ich kenne Toni von früher. Lass mich bitte rein. Ich kenne keinen Toni. Jeder kennt. Ich nicht. Doch. Nein. Doch, Alter. Woher willst du den kennen? Toni hat bei mir Privatstunden im Wing Chun gehabt. Du gibst Privatstunden im WT? Hey,
Hey, alter Schwede, alles fit bei dir? Ey, du siehst aus, als wenn du 6 Wochen Regen gesehen hast. Was ist denn los mit dir, Junge? Du bist bei Onkel Toni, hier brauchst du nicht traurig sein. Hier, Liebchen, mach mal ein Whisky on the Rocks für meinen Freund. Hey, du hast doch irgendwas auf dem Herzen. Was ist denn los? Erzähl mal. Ich werde dir helfen. Erzähl, los. Ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit jemandem. Es ist erstmal nicht wichtig, mit wem. Wichtig wäre nur zu wissen, kann ich auf dich zählen? Das fragst du noch? Junge, du gehörst zur Familie. Wer sich mit dir anlegt, der kriegt auch mit mir zu tun, mein Freund. Wer hat die Frechheit besessen, ne? At times like these, something unexpected needs to happen. Something to completely tilt the mood. Also, Kasim und seine Leute... Kasim? Hey, willst du mich verarschen oder was? Ey, damit will ich gar nichts zu tun haben. Tickst du noch ganz sauber. Raus aus meinem Laden hier. Hör mal auf. Raus, komm her. Nein, raus. Komm. Pass mal auf, du Zwerg. Ja? Wenn ich das von Anfang an gewusst hätte, hätte ich dich gar nicht reingelassen. Ja, raus hier, Idiot. Hä? Wie läuft das? Wir sind bei dir. Wir helfen dir, Kasim fertig zu machen. Ja, das klingt genau nach meinem Geschmack. Kasim, das ist genau mein Geschmack. Ich bin auch dabei. Seid ihr jetzt alle gegen mich oder was? Wisst ihr was? Wenn ihr hier fertig seid, brennt die Hütte ab. Ich will mit der Scheiße nichts zu tun haben, okay? Ich bin weg. With the port in the back, Kasim's fortress can be infiltrated to oust the evil from this world. A showdown of the elite. However, the end fight needs that special something. It can't just be an ordinary fight. A tactical build-up and lots of good fighting elements will make this fight epic. No one will want to miss this battle. Ah!
bisschen weggehauen, ja? Also richtig brutal. Ne? Also ich habe da eine lange Szene drin und werde ich gleich sehen, ja. Also könnte nicht alles sein. Simmerhorn, ich habe es schon mal gesehen und sage Respekt, weil ich finde die Szene hammercool. Und freue mich echt, dass du mit dabei bist und vielleicht können wir dich auch wieder für Asian Blue reingehen. Ach ja, wenn ich Zeit habe, wenn ich dann auch lebe, ja logisch. Ja. Nein, das ist, Kai ist so ein super netter, freundlicher Mensch. Den kann ich nicht abschlagen, obwohl er keine Titten hat, ja. Aber den kann ich nicht abschlagen, ja. Das ist einfach ein Herzensmensch, ja. Und wenn es zeitlich passt, ich bin eh Rentner, ja. So what? Ja, vielen Dank, dass du das gesagt hast.